Kommen wir nun zum fünften Spiel unserer Spielereihe. Ich traue es mich schon gar nicht aussprechen. Underworldle. RLDE. Wie spricht man alles aus? Ihr müsst mich ja echt schon als Sprachlegastheniker halten, weil ich so Probleme habe, das Ganze hier auszusprechen. Auf jeden Fall ist es der Nachfolgerteil von Cyberwolf. Auch im Jahre 1984 erschienen. Auch ein klasse Hit, sodass er eben in diese Spielesammlung aufgenommen worden ist. Und ja, wir sind wieder ein jemand, der aber noch keinen Namen trägt. Das ist auch sehr komisch. Die ganzen Spielfiguren, die tragen nicht wirklich so Namen. Also nicht gezielt. Und ja, auf jeden Fall sind wir hier in einem Verlies mal wieder. Und wir müssen natürlich den Weg durch ein Labyrinth finden. Und da sind natürlich ganz viele Monster, Gargoyles, alles Mögliche. Und die uns natürlich das Ganze hier erschweren werden. Under the Wördl. Ich lasse lieber. Wördl. Wördl? Wördle. So, sind wir mal auf dem Altdeutsch. Under Wördle. So, wir können, was können wir machen? Springen. Und die Gegner können uns nicht so viel tun. Die stoßen uns bloß ein bisschen rum. Die Kommode ist von 1679. Ich kann hier aber auch irgendwie. Ich habe noch keine Waffe, deswegen. Also ich kann springen. Und ich will dazu dieser Uhr mal hoch. Ob das funktioniert, geht nicht. Die Gegner, die schubsen mich wirklich bloß rum. Ah. Ah, jetzt halt, okay. Ich habe hier irgendwas genommen, das war, mit dem ich jetzt halt eine Schleuder ist es vielleicht, ne? Was ist da oben? Für mich war das eher ein Hähnchen, aber das ist eine Schleuder, mit denen kann ich Steine in unabsehbaren Richtungen hier so schleudern. Das ist wirklich unabsehbar. Man steuert das nicht, wo die ganzen Steine hier so hinfliegen. Wir haben noch eine Kommode aus demselben Baujahr. Wow! Und ich bin über einen riesigen Abgrund gesprungen. Das lassen wir einfach mal so. Ja. Natürlich eine Wanduhr, die hält mich vom Durchklettern ab. Und Leck, wo bin ich hier? Hilfe! Jetzt bin ich tot. Verdammt! Also ich bin einmal gestorben, weil ich zu tief gefallen bin. Aber ich bin hier eben auch schon, oh Gott, wieder in so einem Untergrund. Wo bin ich? Geht's halt alle weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich bin schon wieder gefallen. Boah, und ziemlich brutal gestorben. Also eigentlich hat man ein Seil, an dem man dranhängt und dann sich da fallen lassen kann. Ach, auf diesen Blubberblasen komme ich nach oben. Das ist ja schön. Nein, den Diamanten sammle ich nicht ein. Oh, und ich bin schon wieder tot. Ich hätte ja gedacht, wenn ich den nicht einsammle, dass ich dann auch nicht runterfalle. Dem war wohl nicht so. Nein, nein, nein. Oh. Das war jetzt gerade noch knapp hier. Spring einfach auf diese Blase. Also ich hatte vor, hier aufzuspringen. Das war. Nein, die Steuerung ist nichts für mich. So. Dann kommen immer diese bösen Monster und schubsen dann wieder weg. So. Da bleibe ich jetzt auf dieser Blase. Und habe aus Versehen jetzt doch den Diamanten eingesammelt und springe hier sowieso bloß wie blöd in der Gegend rum. Ach, das ist ein Let's Play. Das möchte man kaum hochladen, aber ihr dürft gerne sehen, wie sehr ich mich hier abmühe. Und vielleicht könnt ihr mir einen Trick sagen, wie ich denn das besser machen könnte hier. Dann kommen immer wieder diese ganzen Gegner, dann hat man auch gar keine Zeit, sich vorzubereiten, dass man auf diese dumme Blase da kommt, oder? Ich stehe hier jetzt halt und warte auf eine Blase. Und die Gegner sollen einfach alle weggehen. Geht's weg. Ja, tschüss. Oh, dann ist da rechts auch noch so ein Vogelnest, wo noch, oder? Was? Oh, ein großer Sprung, ein viel zu großer Sprung, ein Tod.
Geh weg, 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 ja. Oh, ich hab's geschafft. Wie gut. Was ist denn das? Excalibur. Nein, nein, ich will zu dem Schwert und ich bin schon wieder tot. Ey, diese Gegner machen mich fertig. Ich will dieses Schwert. Oh, Moment. Ich habe die Replay-Funktion. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Oh, gigantisch. Nein. Das macht das Ganze doch wieder ein bisschen leichter. Ich habe jetzt voll auf schwer. Hier habe ich das gespielt. Und ich habe ein Schwert. Ja, das ist natürlich cool. Das ist auch so undefinierbar, wo das Ding hinfliegt. Aber ich habe ein Schwert. Das ist doch viel cooler wie eine Steinschleuder. Nein. Da, dann kommt so eine Qualle, macht dich... Ach so, das Ding ist auch böse. Dieses, was da so rumwächst. So. Und mit dem kann ich mir, also mit dem Seil kann ich mich jetzt eigentlich ganz langsam abseilen lassen, damit ich nicht sterbe. Das ist voll gigantisch. Mit dem würde ich auch wieder hochkommen. Oh, was ist das? Hilfe! Ich hau einfach ganz oft mit meinen... Au. Ich glaube, der ist unverwundbar. Vielleicht muss ich auch oben den Fels lockern, damit der runterfällt auf das böse Etwas. Nein, da komme ich wohl nicht durch. Na, da muss ich ja wieder zurück. Na super. Das war schlecht. Aber Physik? Wow. Und wieder kaputt. Das Seil geht leider nur automatisch. Ich mag doch nur da weg. Okay, dieses Spiel zeigt bei mir mal wieder gewisse Unbegabung hier auf. Ich bin hier gefangen. Super. Gut. Hilft alles nichts. Wir probieren einfach mal die Schnappschüsse. Wenn man nicht weiterkommt, probiert man einfach was anderes, bei dem man vielleicht besser zurechtkommt. Also ich hoffe es jetzt zumindest, dass ich davon ein bisschen lernen kann. Das hört sich doch super an. Ich bin unverwundbar, aber das war ich doch vorher auch schon, oder? Bis auf die Gefälle und so, ungefähr. 60 Sekunden, 5000 Punkte. Rache. Ja, das hört sich gut an. Das ist genau zum Abreagieren, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Nein, ich wollte auch den Diamanten, na super. Dann hätte ich nämlich automatisch... Ja, dann habe ich automatisch schon die Punkte zusammen. Hey, das war jetzt echt leicht. Nutzen wir die Zeit, um noch ein bisschen unverwundbar zu sein und gucken, was uns noch so alles... Da, schon wieder so ein Ding, aber das ging jetzt kaputt. Ah, vielleicht ist das andere mit der Zwille besser kaputt gegangen. Ich habe es ja nur mit dem Schwert probiert. Vielleicht hätte ich mit der Steinschleuder das dann besser kaputt machen können. Das andere Monster da. Mein Autosave ist ja noch vorhanden. Das probieren wir jetzt gleich. Oh. Jetzt ist wohl Schluss. So, noch 3 Sekunden. Blutige Rache genommen. Und ein kleiner Erfolg wenigstens freigeschalten. Zack, Stempel. So, vollständiges Spiel, Entschuldigung. Das möchte ich jetzt nochmal probieren.
Hi. Nee. Mist, mit der Steinschleuder geht es auch nicht. Ja, haben wir schon gedacht, dass man so einen Belzebub da unten nicht mit einer Steinschleuder besiegen kann, ne? Aber hätte ja sein können. Da brauche ich wahrscheinlich ein lilanes. Nein. Hätte gedacht, dass ich vielleicht eine lilane Waffe bräuchte, aber weil ja alles so schön mit Farben hier gekennzeichnet, also gegeben ist, aber die Monster haben ja auch random Farben. Bringt nichts, wir machen die Schnappschüsse weiter. Edelsteinigen. Sammle einen wertvollen Edelstein in der Ander. Oh nein. In dem Spiel. Da oben ist er. Da wären lauter Edelsteine, aber irgendwie fliege ich überall vorbei. Das war jetzt echt bitter. Wow, ich hätte hier einen Bogen, voll cool. Nein. Nochmal. Jetzt lasst mich doch da hoch. Das mit dem Springen muss ich noch üben, dass ich dann wirklich darüber komme. Weil das war jetzt eher mir nur entfallen lassen. Also, dass man wirklich vielleicht schwingen muss, damit man springen kann. Ah, lass mich da. Naja, fast hätte ich ihn gehabt. Ich bin schon mal dagegen gestoßen. Muss man wirklich den hier oben sammeln oder den links? Vielleicht geht auch der links. Oder auch nicht. Ich hatte jetzt gerade übelste Probleme, irgendwie nach links überhaupt zu kommen. Ja! Das war jetzt mehr Glück, muss ich ehrlich zugeben. Das war echt mehr Glück. Machen wir mit Schnappschuss Nummer 3 weiter. Oh, es gibt keine Monster mehr. Und ich komme schon nicht mal über diese dumme Fackel da drüber. Die eigentlich an der Wand hängt, aber... Oh. Dein Ernst? Wie komme ich da jetzt da hoch? Springen. Einfach springen, springen, springen. Der springt immer so weit. Das ist immer voll eine Katastrophe. Und da springt er dann wieder gar nicht weit von denen. Meinem Blumending hier. Also irgendwie muss ich ja doch jetzt da hochkommen. Oder auch nicht, okay. Ich glaube, das ist die bessere Lösung.
Ach, okay, so. Und dann so. Und dann so. Und dann so. Und dann hierhin. Hey, ich werde immer besser, okay? Das war schlecht. Verdammt. Ja, da muss man schon ein bisschen kombinieren, aber mit Monstern, glaube ich, ist es ja noch schwieriger. Hey, das ist ja echt eine Katastrophe. Probieren wir mal Schnappschuss Nummer 4. Runter und raus. Betrete den Abgrund und komm auf der anderen Seite wieder heraus, ohne ein Leben zu verlieren. Schluck. Oh je. Naja, wir probieren es auf jeden Fall. Schneller, 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 schneller. Ich schaffe es, ich schaffe es. Geht weg, geht weg, geht alle weg. Geht weg, geht weg, 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 weg. Nein. Wow, ich hab's geschafft. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Und es war wieder mal volles Glück. Aber gut. Schnappschuss Nummer 5. Ganz unten. Erreiche den tiefsten Punkt, also, und Edelsteine halten zweimal so lange wie normal. Ach, die geben mir irgendwas, oder wie? Wenn ich Edelsteine einsammle. Ach, die machen mich teilweise unverwundbar, das ist ja super. Jetzt bin ich wieder verwundbar. Oh, und das war mein Tod. Verdammt. Also das Ziel ist es, ganz viele Edelsteine einzusammeln und dann eben runterzufallen immer und das ganz schnell. Das probieren wir jetzt nochmal. Und dann ist aber genug für heute. Mit dem Spiel auf jeden Fall. Ihr seid sowas von blöd. Da, wenn ich auf diese blöden Blasen nicht drauf will, also will, dann schaffe ich es auch nicht, ne? Aber wehe, ich möchte mal nicht, also wenn ich. Ach, wehe, ich möchte mal nicht auf diese Blasen drauf, dann. Nein, ich bin ja gar nicht mehr verwundbar. Unverwundbar. Hilfe! Also, was ich sagen wollte, wenn ich auf die Blasen drauf will, schaffe ich es nicht. Und weh, ich will da mal drauf, dann. Weh, ich will da mal nicht drauf, dann schaffe. Nein! Oh Gott, Hilfe, dann schaffe ich es nicht. Habe ich es jetzt wieder richtig gesagt? Das Spiel, das macht mich noch fertig. Oh, lieber schnell runter. Heute habe ich es nicht so ganz, hä? Irgendwie. Irgendwas stimmt da nicht so ganz. So, ein paar Bereiche, noch drei. Oh. Was, was, was? Nein, 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 nein! Was ist denn das für ein Vogel? Der hat mich da einfach. Oh, scheiße. Und bei meinen Rumgedrücke habe ich jetzt meine ganzen Waffen auch noch fallen gelassen. Nein, da hat er mich schon wieder. Lass mich los! Das war jetzt mega schlecht. Okay. Lassen wir das. Wir haben aber wenigstens drei Schnappschüsse erledigen können. Beim Spiel waren wir, naja, sind wir doch einigermaßen weitergekommen. Also ich glaube, so schlecht war das jetzt gar nicht. Ja, ein guter Einblick in dieses Spiel.